Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening. Heute auf dem Taltalgebirgeberg. Batz! Ein paar Gomas verprügeln. Die heißt auch Goma, oder? Nicht, dass ich hier das die ganze Zeit falsch sage. Und das erinnert mich an so ein Digimon hier die ganze Zeit mit Gomamon. Yeah. Wie wir die Hühner Leben einhauchen, habe ich jetzt gerade wirklich keinen Plan. Aber so kommen wir auf jeden Fall hier rüber. Zack. Und finden einen Weg hier rüber. Und finden einen Weg da runter. Und gucken mal. Durch das Gebirge. Vom großen Ei. Von dem jeder... Oh, Entschuldigung, Mann. Kann ich das auch wegmachen? Nein. Stirb einfach. Danke. Tun Sie jedem dem Gefallen. Zack, dann gehen wir hier hin. Und... gehen hier rüber und schlagen heute die Fledermäuse und geht raus und sind im Taltalgebirge auf der anderen Seite. Irgendwie kommen hier Steine, so typisch in Zelda halt. Da müssen wir jetzt echt vorsichtig sein, denn die ziehen locker auch einiges ab. Ich konnte das jetzt leider nicht sehen, wie viel die abziehen, aber das war schon echt... Das ist schon echt gefährlich. Boah, er hat mich hier einfach runtergeschmissen. Jau, begrab mich doch. Boah, Mann, wer schmeißt denn hier so mit Stein? Guck mal, der Ei macht einen Schatten. Das Ei. Und dann hier wieder nicht. Zack, zack. Warum machen hier diese Würmer so viel Unruhe? Boah, ich dachte schon. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl gehabt, da kommt jetzt was Böses. Aber wir sind dabei und benutzen dann erstmal eine Fee. Ah, noch ein Weg. Wem wundert's? Was ist mit dem Stein? Der hat so geglitzert. Irgendwas hat geglitzert. Da schwebt einfach mal so ein Rubin durch die Gegend. Ein Muschelhorn. Ich nenne das jetzt Muschelhorn, okay? Das Muschelhorn. Doing. Lieber anhalten. Boah, da ist ein Warp-Point. Ein Warp-Punkt. Ein Teleport-Punkt. Yeah. Gehen wir doch mal trotzdem hier rein. Und kriegen wieder was als Bestrafung. Was wir überhaupt nicht wollen, wenn wir das jetzt hier anzünden. Er stört mich da wieder beim Schlafen. Du? Na toll, vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Na warte, willst du zur Strafe mehr Bomben tragen können? Ja. Oh Mann, oh. Das ist echt gemein. Hehe, jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir herumschleppen. Das geschieht dir recht. Bis dann. Tschö. Ja, voll asozial, was der hier immer mit mir macht. Das finde ich gemein. Noch mehr Bomben tragen, also wirklich... Als ob ich das jemals wollen würde. Hä, die Fee hat gar nicht alles geheilt, sehe ich gerade. Was willst du eigentlich, ja? Hä, komm doch her. 60 Bomben. Alter, das ist aber wenig. Ich habe mehr erwartet. Oh, ich dachte schon, ich ziehe die Bombe aus Versehen zu mir dann oder so. Aber ich mache auch einfach irgendwas, ne? Das ist echt witzig. Oh yeah. Okay, zu heiß. Scheint, als soll ich da noch nicht lang. Mein Pfeil kommt dann natürlich durch. Okay, vielleicht soll ich das kaputt machen mit der Bombe. Ja, nehme ich das, das ist immer gut. Okay, das scheint es nicht zu sein, also komme ich hier noch nicht lang. Nehme ich jetzt einfach mal an. Schild hat nicht funktioniert. Schwert hat nicht funktioniert. Was willst du eigentlich, ja? Oh, ein Herzteil. Yay, Monami. Gib mir ein Herzteil. Und dann habe ich noch ein Herz mehr. Geil. Jetzt hätte ich nicht schon ein großes Herz, habe ich hier noch ein Herzteil mehr. Okay, hier kann ich jetzt auf jeden Fall noch nichts hin. Komme ich hier jetzt wieder raus? Nein. Sag nie, ich muss den ganzen Weg wieder von vorne laufen. Na gut.
werden wir das tun. Wir sehen uns gleich wieder da hinten. So, willkommen zurück. Wir haben die linke Seite jetzt erkundet. Wir können jetzt auf rechts übergehen. Und gucken, was uns da so erwartet. Yeah. Mann, hör mal diese Dinger, ey. Die haben aber auch Potenzial, einen zu erschrecken. Ding. Ich bin mal gespannt, wie viele Zaubermuscheln man braucht, ey. Das sind bestimmt unendlich viele und ich habe bestimmt einfach kaum eine. Also, wenn jemand da weiter weiß, ich nehme mich gerne an. Ey, ich will hier runter. Wieso kann ich hier nicht runter? Wozu ist das gut, dass ich hier hin kann, wenn ich da nicht hin kann? Oder wenn mir das so nichts bringt? Dann muss ich doch da runter. Ja. Die Musik geht richtig einen rein. Da fühlt man sich so, als hätte man schon die härtesten Abenteuer überstanden. Okay, hier war da irgendwie... Oh, Entschuldigung. Ich weiß, dass hier irgendwie was war, wo ich nicht weiterkam. Mann, ich dachte, ich kann ihn das so wegnehmen, ohne dass ich Schaden nehme. Ich lerne auch nichts, ne? Ding, ding. Habt ihr den Doppelstich gesehen? Der war ja richtig cool. Da brauche ich einen Schlüssel für. Ist doch nicht wahr? Oh nein! Dachte schon. Warum ist hier sowas? Komm, das sieht doch aus, als könnte man hier irgendwas ausgraben. Falsch gedacht. Schade. Wie komme ich denn da hoch? Sag mal. War ich hier schon? Ja, hier muss ich schon gewesen sein. Jo, war ich. Ich erinnere mich. Gar nicht lange her. Stirb einfach, Mann. Jo, ich weiß Bescheid. Alles klar, da unten. Da konnte ich nicht weiter. Weil wegen. Hier bin ich auch endgültig. Eindeutig blöd gestorben. Ich erinnere mich auch noch. Mir fehlte der Enterhaken. Natürlich. Der Entenhaken. Zerdang. Und die denken, wo ich sehe, nicht richtig. Dabei bin ich eigentlich auch meistens ziemlich blind. Komm, mach das mal an. Hey, warum kann ich das nicht anmachen? Hallo. Hey, wie gemein. Das ist doch eindeutig da. Oh, eine Fee. Deine kleine Schwester nehme ich mal mit. Hauptsache, ich kann währenddessen Start drücken und will das eigentlich wieder entrüsten und dann ist die Feder einfach noch nicht drin, ne? Was eine bodenlose Frechheit ist, weil es eine Lüge ist. Diese Musik ist so heldenhaft, echt. Komm, ihr findet das auch. Lasst mich in Frieden. Ah. Was für ein Loser. Ich wusste es. Ha. Boah, jetzt zeigt sich das Kämpferherz. Ich habe das Gefühl, bei den einfachsten Gegnern kacke ich rein, ne? Irgendwie sieht das aus wie ein Gesicht. Kein Secret hier. Ich dachte, hier ist ein Geheimnis oder sowas. Keine Ahnung. Oh. Okay, hier fehlt mir eindeutig ein Schlüssel. Hab ich doch geahnt. Was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten, ne? Da kam ich her. Ich habe gerade mir quasi gedacht,
Yo, fuck. Was hast du getan? Ey, was mache ich denn hier? Das ist aber nicht nett. So, willkommen wieder auf dem Berg der Schadenfreude. Wie auch immer ich dieses Ding hier aktiviere. Jo, ich muss das einfach nur aufschaufeln. Wunderschön. So, willkommen zurück. Und da ich da wirklich keine Ahnung habe, wie ich da weitermachen soll, dachte ich mir, ich fange hier weiter an. Und belebe vielleicht diese Ritter zum Leben? Okay, das scheint es nicht zu sein. Okay. Wie soll ich den besiegen? Ich kann ihn nicht besiegen, oder was? Lass mich doch durch! So vielleicht? Boah! Nicht nur ich, sondern auch der, ey. Scheiße. Der nicht, oder was? Hm. Der hat wohl keinen Bock. Fish and Chips heute hier. Futter. Pfui. Okay, hier scheint es weiter zu gehen. Und wozu habe ich jetzt seinen Rap, Alter? Seinen Kröten-Rap hier? Okay, sehr auffällig. Und was das heißen soll, weiß keiner. Wie komme ich denn eigentlich da? Dahin, ach so. Lass mich in Ruhe, du Schwächling, der mich trotzdem fertig macht, weil ich stark sind. Das ist nicht der richtige Weg. Schade eigentlich. Aber es sieht so gefährlich hier aus. Oh. Angraben bringt bei dem wohl nichts. Bei Marien hätte es funktioniert. Stirb, Junge. Oh, alles klar. Hier. Und was wollte der nochmal? Der hat gesagt, öffnet der Windtisch. Lalalala. Was auch immer. Was auch immer, du Schnattertante. Alles klar. Okay, gefährliche. Okay. Kann ich den vielleicht... Ah, Pfeile töten den. Die heiligen Pfeile. Wieso habe ich keine Energie mehr? Ach, du heiliger Pfeil. Na gut, dann töte ich die wohl mit Pfeilen. Sick. Ring. Er hat sich direkt weggedreht. Finde ich gut. Weißt du, und dann noch diese sehr gefährlichen Schleimmonster. Ich schwöre euch, die sind gefährlicher als der ganze Rest hier. Zick, zick. Okay, da bringt mir auch nichts. Warum sitzt hier über so eine Ritter? Und der macht nichts. Oh yeah, beide machen was. Ach, verdammt. Bam, badadadam. Hauptsache ein Pfeil reicht, um die zu töten. Okay, ich habe wirklich keinen Plan, was ich hier schon wieder machen muss. Hm.
Mann, das wollte ich doch haben. Da. Oh, den habe ich gleich gesehen. Mann, wo warst du denn da? Bam, der Pfeil geht auch durch sein Schild, oder was? Boah, sag doch, die Schleimis sind hier die schlimmsten. Töten wir sie alle. Wusch. Immer so eine Ecken, da denke ich immer, da ist irgendwas. Da muss irgendwas sein. Aber wir werden es erleben. Meistens ist da nämlich nichts. Da sieht man mal, dass ich Pfeile auch schon verschleudert habe. Deswegen habe ich keine 26 mehr. Oh yeah. Ding. Würde ich sagen. Jackpot. Aber erstmal gucken wir nochmal auf der linken Seite, was da so abgeht. Ungeduld zum Beispiel. War ja klar, dass der hier sich bewegt. Aber besonders gefährliche Sachen machen die jetzt auch nicht, ne? Außer sich zu bewegen hier. Okay, wenn sie mich berühren, zieht das, glaube ich, ganz viel ab gerade. Mist. Bam, einfach so. Okay, ich dachte, ich muss sie wenigstens im Rücken treffen oder so. So, dass das Schild da nicht im Weg ist, aber... Was ist das? Das ist aber kein Tempel. Also kein Dungeon, meine ich. Nee, das hätte es sonst angesagt. Oh mein Gott, wer bist du denn? Spüre die blaue Aura der Verteidigung. Yo, okay, ist okay, ist okay. Wow, 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 wow. Ach, verdammt, ich wollte springen. Okay, das ist es auch nicht. Wow. Was könnte es sein? Was hilft? Hm. Ah. Ist es vielleicht dieses hier? Shit. Ich habe keine Ahnung. Ich treffe ihn nicht. Hey, sonst sind es doch Pfeile. Sein Arsch bringt auch nicht. Hallo, was muss ich denn gegen dich einsetzen? Ja, danke. Ich wollte doch nur das benutzen, ne? Ja? Zauberpulver? Wow, shit. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich machen soll. Das geht mir auf den Sack. Fürchte dich. Yay, sei unter meiner Kontrolle. Okay. Ich hab keine Ahnung. Ach ja, ist gut. Hä, wie soll ich den denn besiegen? Ja, sehr schön. Wie soll das denn gehen? Ja. Komm schon.
Boah, das war echt knapp, ey. Ich habe ihn getroffen. Oh mein Gott, das war ja easy. Oh fuck. Oh mein Gott. Ah. Mit der Schwertdrehung. Wirbelattacke. Oh mein Gott. Was für eine Scheiße. Ich schlag die ganze Zeit auf ihn ein. Ich schieße alles auf ihn drauf und nichts passiert. Leute. Das war ja fürchterlich. Ei, was ist denn hier los? O Eiland Kokolint, bist nur eine Illusion. Bewohner, Monster, Meer, Himmel sind nur ein Traum des Windfisches. Wächst du den Träumenden, so wird sich diese Insel in Luft auflösen. Wie eine Seifenblase zerplatzen. Was? Alles nur eine Illusion? Das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt? Ach, ich habe den Schlüssel ja bekommen. Ich dachte, vielleicht kann man hier trotzdem was machen. Immerhin sieht es hier ziemlich zerschlagen aus. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht alles nur eine Illusion sein. Marin, was soll ich nur tun? Ich wusste, dass er kommt. Was sonst, ne? Uhu, du hast das Bild gesehen? Hab ich gemalt. War hübsch, oder? Natürlich weiß man nicht genau, ob Kokolint tatsächlich nur ein Traum des Windfisches ist. Leider weiß man immer erst nach dem Aufwachen, dass der Traum nur ein Traum gewesen ist. Uhu. Im Moment kennt die Wahrheit nur der Windfisch. Vertraue deinem Gefühl, uhu. Und irgendwann wirst du die Antwort wissen. Uhu, uhu. Ja, ganz große Klasse. Ich habe keine Pfeile mehr. Piss dich. Piss dich. Er tötet mich eh gleich wieder. Danke, ich will hier nur weg. So. Diese scheiß Schleimer, ey, hier, die nerven mich. Die sind richtig nervig, ey. Okay, ich bin ein bisschen angefressen wegen dem. Das war schon echt ein bisschen heavy für mich gerade, weil ich nicht wusste, wie ich den töten soll. Ich habe angeklopft, der rein. Tschüss. Wieso habe ich den jetzt wach gemacht hier? Brauchte ich doch gar nicht. Eieieiei. Das war jetzt vielleicht eine Aktion. Sterben muss ich jetzt trotzdem nicht mehr, bitte. Ich sterbe schon oft genug. Ja, ja, geht los. Steinwurf. Pilzgesicht. Gumba-Verschnitt. Fragst du das mich, Gumba? Guck mal, gleich kommt die Rache, Alter. Okay, ein Pfeil habe ich noch, oder? Drei sogar. Dankeschön. Die geben einen ein Pfeil auf wenigstens wieder. Kann ich die jetzt eigentlich auch im Wasser töten? Nö. Sorry. Okay, liebe Leute. Ich würde sagen, hier vor dem Tempel, der jetzt erscheinen wird, ist gleich Schluss. Aber erstmal werde ich ihn erscheinen lassen. Das ist der Endgegner. Das ist bestimmt so ein Joker oder so. Keine Ahnung, ey. Auf jeden Fall sieht es aus wie ein Haus. Es sieht aus wie ein Haus, in dem Karten verkauft werden oder sowas. So Kartentricks.
Egal, liebe Leute. Wir sehen uns das nächste Mal und kümmern uns dann um den Tempel. Ich komme mit voller Energie zurück. Bis zum nächsten Mal und ciao.